Hä, wo waren denn jetzt aber noch Türen? Mein Junge, es ist um 5, gib mir einen Hinweis. Ach, man. Aber ich glaube, dass er mir gar keinen Hinweis mehr gibt. Denn er hat mir ja schon den glorreichen Hinweis gegeben, dass ja draußen auf dem Hof was ist. Ich weiß nicht, wie viele Hinweise der mir hier gibt. Weil ich glaube, der gibt mir ja auch bloß Hinweise. Ach, doch. Doch, doch, okay. Gut, der Junge ist... Oh, scheiße. Wenn ich den Schlüssel brauche, glaube ich, ne? Beim Klauen da noch irgendwas, aber ich meine, letztendlich komme ich ja mittlerweile. Oh, Mann, kann ich das nicht mal lassen? Mann, diese dumme... Mann! Muss ich gleich husten verschrecken, weil ich mal einen Schluck trinken. Oh, das ist so fies, ey. Batterien. Hier was? Keine Ahnung, und dann ruppe ich jetzt hier vor Schreck die Türen gleich so extrem auf und... jetzt wird es wahrscheinlich eh nie kommen. Jetzt weiß das Spiel. Die geht davon aus. War ich jetzt bei... Ja, bei dem Plan war ich. Weil da war ja nichts. Hier war auch nichts. Hier war auch nichts. Hä? Hier war der Clown. Mann! Nie wieder! Nie wieder gehe ich da hin! Der Clown ist doch zum Kotzen! Oder war das wieder Linda? Ich schluck nie nach, schluck. Ja. Der Balken! Och man, nö. Beruhige dich. Es kriegt langsam die Mofa. Jetzt geht mir langsam die Muffe. Ich werde aber jetzt hier hoch nochmal gehen, weil ich nicht mehr weiß, wo was hier oben ist. Ah! Zettel bitte. Oh komm, nimm mit mir. Zettel. Schlüssel? Schlüssel? Hallo? Schlüssel? Anita, Schlüssel, bitte. Egal. Als ich gestern Nacht in die Küche ging, hatte ich das Gefühl, einen Fernseher zu hören.
Das kann nicht sein. Der Strom ist nach wie vor weg. Das kann ja nicht sein. Nein. Wenn du nach 12 Tagen immer noch nicht raffst, dass hier irgendwas faul ist. Deine ähnliche Sorge ist, dass der Fernseher an ist, trotz dass der Strom weg ist. Dann fehlen mir die Worte. Tag 15. Der Fernseher. Der Strom geht nicht, aber der Fernseher war an. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt tatsächlich erstmal runter. Och nö, da ist ja die Olle wieder. Aber ich glaube, wenn es hell ist, kommt die gar nicht. Also wenn man jetzt im Speed durchlauf. Hallo? Weil ich sag dem immer Hallo, bin immer Freund. Alles da, die Action-Lampe kann. Was? Ist das ein Hund? Hier hat doch gerade jemand geknurrt, oder? Bitte nee, ey, kommt, Leute. Ach man, ist das die Hinweise, die der mir hier gibt, die sind für einen Arsch. Mit Schlüsseln. Nö. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich auch denken, man ist so dumm. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Er kommt näher, oder? Oh man, er springt mich doch bestimmt Utla wieder an. Oh Leute, nee, das ist echt schade. Oh Mann, ich will nie. Wirklich nie. Oh Mann, alles. Nee, alles nie. Da geht's bestimmt da wieder hoch. Ich habe einen Hund in der Küche oder so gesehen. Es wird aber lauter, oder? Hier ist Lindas Room. Ich hätte gedacht, die war es lauter. Nun gut. Vielleicht ist auch in der draußen aus der Option hier. Oh ja, bis jetzt eigentlich nichts draußen, bis auf die Kackkrähen. Nö, hier steht aber die Alte. Hallo. Das muss ja sein. Zumindest ist das doch hier mal ein bisschen lauter, oder? War ich hier oben schon? Ja, ich war hier oben schon. Eine Macke, Mann! Wo es kein hässlicher Hund war. Genau wie mit der Mietz. Ja, aber besser als die Olle im Kleid, also. Draußen, aber es wurde doch oben immer lauter, oder?
Okay, wir haben einen Schlüssel bekommen. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Und wir müssen nicht für... Warte, da war irgendwas halt nämlich mit... Nein! Also wenn wir jetzt wieder einen Zettel finden, dann ist das wirklich ein super Durchgang. Ich könnte auch mal hier ein paar Kerzchen anmachen, ne? Linda, oh nein, und ich wollten uns den alten Friedhof ansehen, aber das Tor dorthin ist fest verschlossen. Ja, immer den doch wie Dünger, Dünge. Ach so, jetzt raff ich das erst mal. Oh, scheiße. Ich dachte, wir wären schon bei Tag 15, da war das vorhin Tag 14. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Muss mal ganz eben schnell mein... gute Frage. Ach, hier. So, ich muss mal ganz kurz mein Handy an mein Handy-Ladegerät stecken. Weil ich nämlich gucken muss, wie lange ich immer aufnehme, dass ich das so... Weil ich das auch nie überschreiten darf. Und ja, es ist alles ein bisschen. Okay, er wollte zum Friedhof. Okay, ich gehe jetzt bloß mal ganz schnell raus. Weil... oh Gott. Auch wenn ich hinten ankomme, ist es bestimmt schon... zackendunkel. Zackenduster. Oh, der Penner sitzt im... Linda kann mich nicht mehr erschrecken, wenn ich weiß, wann. Der guckt zu mir? Oh, der Penner guckt zu mir. Was ist wirklich hier? Also ohne Spaß. Henna, aber... da sollen wir jetzt einen Schlüssel für den Friedhof finden, oder was? Herzlichen Glückwunsch! Halt! Hallo? Nee, ich habe eher... ja, macht mir keine Angst. Man gewöhnt sich dran. Nee, macht man nie. Glaubt mir. Ja, ich habe eh keinen Schlüssel. Ich wollte gerade sagen, weil die Tür nicht gerade noch zu, aber... hä? Geht der Fernseher jetzt an? Nein, 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 ich habe doch nichts gemacht. Das lange ist aber einer langen Rande. Hier ist nichts. Nee, okay. Ich dachte, ich hätte den Fernseher gehört. Nee. Da habe ich den Penner gerade gehört, wie der herumgeprattert ist, oder?
War das der Penner? Das war der Penner. Ach man, ich war immer so freundlich zu dem. Ich habe immer ordentlich Hallo gesagt. Und habe seine Tröte gedrückt. Und ich war immer wahnsinnig lieb. Vielleicht hilft er mir ja auch. Vielleicht ist er ja gar nicht so böse. Und deswegen hat er sich jetzt gedacht, sie war immer so lieb zu mir, hat mich immer freundlich gegrüßt, hat mich nie beleidigt, hat mich auch nie Penner genannt. Der helfe ich jetzt mal ein bisschen. So wird's sein. Na, jetzt bin ich ja wieder hier. Ja, gute Frage. Wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Da kann ich ja theoretisch eigentlich immer. Da kann ich ja theoretisch immer hier lang fahren. War auch. Irgendwas bewegt sich hier im Haus. Yay, das ist ja mal ein richtig geiler Hinweis gewesen. Mann, oh Mann, also oh, jetzt weiß ich wohin und... Ach Mann, nee, danke, wenn ich dich nie hätte. Ja, irgendwas bewegt sich im Haus. Es ist halt alleine Penner, der hier on Tour ist. Kam ich jetzt von oben. Aber jetzt mal ohne Spaß, wenn der Clown mir jetzt gleich ins Gesicht springt, gehe ich ja wirklich heulen. Scheiße. Gut, und die Musik wird's bedrückend. Oh Mann, nein. Oh Mann, ich will nicht mehr.